Herzlich willkommen zum Saisonabschluss im Damen-Tennis. Herzlich willkommen zum Halbfinaltag des Damen-Masters im New Yorker Madison Square Garden. Ein Turnier voller Überraschungen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, während wir hier eine der vier Damen, die erste sehen, die wir heute Abend zu sehen bekommen, Nathalie Tosia. Ja, sie sorgte für eine der bereits angesprochenen Überraschungen. Das ging los in Runde 1. Zum Beispiel durch das Ausscheiden von Amanda Kuzer eben gegen diese junge Dame. Jung ist, was das Tennisalter angeht, leicht übertrieben. Sie, Kuzer, verlor eben gegen Nathalie Tosia. Eine weitere Überraschung in Runde 1, Lindsay Davenport. Sie war ausgeschieden als Geheimfavoritin gegen Mary Jo Fernandes. Die größte Überraschung dann aber sicher im Viertelfinale, die bisher alles überragende Spielerin im Tennisjahr 1997, Martina Hingis, schied aus gegen Mary Pierce. Und bevor es hier gleich richtig losgeht, hier haben wir ihre Gegnerin, die von Tosia, Mary Pierce, auch sie sorgte für eine Überraschung, nämlich sie war die Bezwingerin von Martina Hingis. Und für alle diejenigen, die die Bilder noch nicht gesehen haben von diesem überraschenden Viertelfinalsieg der Französin, mein Vorschlag, wir blicken nochmal zurück auf das Viertelfinale und wollen uns gemeinsam ganz kurz anschauen, wie es zu dieser großen Überraschung kam. So, jetzt ist es aber vorbei mit der Ruhe, denn jetzt geht es gleich los in wenigen Minuten. Das erste von den zwei Halbfinalspielen. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Masters, dass sich zwei französische Spielerinnen bis ins Halbfinale oder fürs Halbfinale qualifiziert haben. Und dann treffen die, vielleicht für die beiden etwas ärgerlich, auch noch gegeneinander in diesem Halbfinale. Im zweiten werden wir dann anschließend sehen, das sei auch schon vorweggenommen, Irina Spirlea gegen Jana Novotná. So, jetzt konzentrieren wir uns aber ganz auf Nathalie Tosia und Mary Pierce. Und den Schiedsrichter haben wir gerade gesehen, von hinten Mike Morrissey. Ein bekannter Name auf der Tour, der sicher keine Probleme haben wird. Sie schaut wesentlich ernster drein, Nathalie Tosia. Vielleicht im Moment die heißeste Spielerin auf der Tour. Da geht ja dann doch ein kleines Lächeln zumindest über die Lippen. Sie sagt selbst von sich, ich bin wie ein guter Wein. Sie hat den Wein sogar mit dem Namen genannt, ein guter Beaujolais. Je älter ich werde, desto besser werde ich auch. Mit ihren 30 Jahren die älteste Teilnehmerin. Aber durchaus mit Chancen, vielleicht sogar auf eine erste Finalteilnahme bei diesem Turnier. Der Weg, zumindest teilweise der beiden, der überraschende Sieg von Mary Pierce gegen Martina Hingis, den haben wir gesehen. Und Nathalie Tosia bezwang im Viertelfinale Iva Maioli zweimal im Tiebreak 7-6, 7-6. Iva Maioli, die Spielerin, die ja in Runde 1 ebenfalls durch zwei Satzgewinne im Tiebreak Anke Huber aus dem Rennen geworfen hatte. Tja, die beiden stehen sich zum dritten Mal in ihrer Karriere erst gegenüber. Ausgeglichen die Bilanz bisher. Zuletzt gab es in diesem Jahr einen sehr, sehr glatten Sieg, allerdings 6-2 und 6-1 von Mary Pierce gegen Nathalie Tosia. Das war beim Turnier in San Diego. Sie ist wieder zurück, hat rechtzeitig zum Saisonabschluss anscheinend zu Topform gefunden. Mary Pierce war ja seit Filderstadt verletzt bzw. erkrankt, eine Niereninfektion zwang sie zu einer längeren Pause, aber diese Pause hat ihr anscheinend gut getan. Ein starkes Spiel gegen Martina Hingis, die, wir hatten es zuvor kurz gesehen, nach einer sehr, sehr langen, sehr, sehr anstrengenden Saison doch ein klein wenig müde wirkte und anschließend auch zugab, dass sie sich vielleicht dann doch am Ende der Saison etwas vertan hat mit ihrem Turnierplan. Wohl doch zu viel gespielt hat, da sie ja eigentlich bei jedem Turnier, bei dem sie antritt, auch im Doppel noch spielt und dort meist auch sehr, sehr weit kommt, oft auch ins Finale. Und das hat man ihr dann doch angemerkt. Apropos doppelt, auch da steht sie im Finale, die Frau, die wir gerade gesehen haben, Nathalie Tosia. Eine ausgezeichnete Doppelspielerin an der Seite von Alessandra Fusée wird sie, das heißt auch da steht sie im Finale, da hat sie das Finale schon erreicht.
Und wie gesagt, an der Seite von Fusée trifft sie morgen auf die sicher favorisierten Lindsay Davenport und Jana Novotná. Darum geht's natürlich auch um sehr viel Geld. Wer heute gewinnt, kann zumindest schon mal $250.000 sein eigen nennen. Und es kann ja dann sogar noch das Doppelte daraus werden. Es lohnt sich in jedem Fall. Wir können im leider nicht sehr gut besuchten Madison Square Garden sicher ein spannendes Match erwarten. Viel diskutiert, eigentlich schon in den vergangenen Jahren, der Austragungsort. Ohne eine Steffi Graf, dann durch das Ausscheiden von Martina Hingis, auf die man natürlich gehofft hat, durch das ganz frühe Ausscheiden von Lindsay Davenport. Die Zuschauerresonanz, ja, erschütternd, muss man so sagen, in dieser 20.000 Menschen fassenden Arena. Wenn dann 5.000 da sind, die verlieren sich natürlich. Und man überlegt ja eigentlich seit einiger Zeit, den Ort zu wechseln. Allerdings der Hauptsponsor dieses Unternehmens, der Tour, sagt, nein, nein, wir sitzen hier in New York, wir wollen unseren krönenden Abschluss auch hier weiter in New York im Madison Square Garden behalten. Ob das dem Turnier gut tut, der Atmosphäre, wage ich zu bezweifeln. Aber durch das Geld der Sponsoren ist man eben gezwungen, da zu bleiben. Die Siegerinnen aus den vergangenen Jahren, allzu viele Namen tauchen da nicht auf. 94 Gabriela Sabatini, die letzte nicht gesetzte Spielerin, die dieses Turnier gewonnen hat. Ansonsten, Sie sehen es, viermal Steffi, dreimal Monika Seles, die hier 97 auch dabei war. Allerdings Frühausschied, ebenfalls in Runde 1. Scheiterte sie an Arantxa Sánchez Vicario in 3 Sätzen, 3:6, 6:4 und 6:4. Nochmal Bilder von Mary Pierce. Haben wir zum Teil schon gesehen, aus ihrem Viertelfinalsieg gegen Martina Hingis. Die entscheidende Phase im dritten Satz bei 5 beide. Alles entscheidende Break. Aber auch sie kann sich freuen. Nathalie Tosia. Noch nie ist sie so weit gekommen in diesem Turnier. 4 Turniersiege in ihrer langen Karriere. Nur 4 Turniersiege, muss man sagen. Dennoch hat sie insgesamt viel erreicht. Die letzten Aufschläge. Und dann kann es losgehen. Das erste Halbfinale des Masters, des Damenmasters 1997 zwischen Mary Pierce und Nathalie Tosia. Tja, was die Weltrangliste angeht, da ist sie sicher die Favoritin. Mary Pierce auch durch ihren Sieg gegen Martina Hingis. Auf der anderen Seite, das Spiel hat sehr viel Kraft gekostet. Sie war sehr, sehr erschöpft. Wurde sogar von Krämpfen geplagt nach dem 2-Stunden-Match. Hier haben wir nochmal den Schiedsrichter groß im Bild. Mike Morrissey. Allerdings, sie hatte einen Tag Pause und das sollte eigentlich gereicht haben, um zum Halbfinale wieder in Topform zu sein. Auf der anderen Seite, sie war noch einige Zeit weg von der Tour durch diese Niereninfektion, die bereits angesprochen wurde. Also, die Kondition könnte eine Rolle spielen in diesem ersten Halbfinale. Weltrangliste angesprochen, sie an Position 7, Nathalie Tosia an 14. Und ich sag mal, die leichte Favoritin beginnt dieses Halbfinale. Ein Titel in diesem Jahr. In Rom bei den Italian Open
als sie unter anderem die viermalige Siegerin in Folge dieses Turniers von Chita Martinez bezwungen hat. Erste knappe Entscheidung. Aber hier schon deutlich zu erkennen, was ihre Devise sein wird. Nathalie Tosia, das Spiel vorne am Netz. Zahlen noch zu ihr, zu Nathalie Tosia. Der Tennis-Oma auf der Tour, sie möge mir diesen Ausdruck verzeihen. Fünf gespielten Punkte, allesamt aus Fehler resultierend. Breakball für Tosia gleich zu Beginn. Ja, noch kein Ball im Feld. Übernervöser Auftakt vom Ball. Der erste Ballwechsel. Ansonsten Spielball Pierce. Ziemlich grausames erstes Aufschlagspiel, was soll's, sie hat's durchgebracht, 1:0 Führung. Aber noch gibt sich Nathalie Tosia natürlich nicht geschlagen. Weil wir sie noch mal haben. Mal was Spektakuläres zum Schluss, Fragezeichen. Spektakulär war es auf jeden Fall. Die
Ist das schon das letzte Aufschlagspiel? Nein, Mary Pierce kommt zumindest noch mal an die Reihe. 5:3 ihre Führung. Und jetzt gilt's für die 22-Jährige. Noch ein starkes Aufschlagspiel und sie hat das Finale erreicht. Nathalie Tosia gibt noch mal alles. Und hat drei Möglichkeiten, zurückzufinden in dieses Match. Wer hätte das gedacht? Sie nutzt gleich die erste starke Rückhand. Damit wieder alles drin, alles offen. Das Spiel der vertanen Möglichkeiten geht weiter. Nathalie Tosia macht den Fehler. Knapp 2 Stunden sind gespielt. Zitterball für Nathalie Tosia. Plötzlich packen sie ihre starken Bälle aus. 2 Stunden hat es gedauert. Aus dem Rückwärtslaufen. Alles andere als leicht zu spielen für Mary Pierce. Ist den Ball
Ball fast hinter den Körper nehmen. Kann ihn dann noch so glänzend platzieren. Zum Einstand. Und dann sowas. Doppelfehler und dann ein Ass hinterhergesetzt. Enorm wichtig, auch wenn Mary Pierce den ihm ausgesehen hat. Nimmt sie den Return besser mit der Vorhand und schließt auch gut ab. Matchball Nummer 2 für Mary Pierce. Nathalie Tosia unter Druck. Verunsichert. Hat's geschafft. Nach ziemlich genau 2 Stunden setzt sie sich durch in 3 Sätzen gegen Nathalie Tosia. Also das war ein hartes Stück Arbeit, auch für die, die mitgelitten haben draußen bei den Zuschauern, die Mama, den Trainer und alle anderen Fans von Mary Pierce. Es war alles andere als ein berauschendes Spiel. Das wird ihr völlig egal sein. Hauptsache, sie hat gewonnen. Allerdings, sie hätte es natürlich lieber in 2 geschafft. So musste sie doch über 3 gehen, über 2 Stunden. Und das könnte sich beim morgigen Finale, in dem sie auf jeden Fall schon mal steht, letztendlich dann schon auch bemerkbar machen. Wie gesagt, das Finale, Best of 5, da kann es also über 5 Sätze gehen. Und dann kann sich auch die Fittere durchsetzen. Wer die Gegnerin wird von Mary Pierce, das werden wir gleich erfahren, denn in ein paar Minuten geht es weiter mit dem 2. Halbfinale zwischen Irina Spirlea und Jana Nowotna. Es wird eine kleine Weile dauern, bis die beiden Damen auf den Platz kommen und dann auch richtig loslegen. Und deshalb wollen wir mal kurz den Madison Square Garden verlassen, wollen aber beim Tennis bleiben. Sie wissen es natürlich, es gibt heute was zu feiern. Einer der größten Tennisspieler aller Zeiten, vielleicht für viele ist er es der größte, Boris Becker, feiert heute seinen 30. Geburtstag. Wir beim DSF haben schon viel und groß mitgefeiert und wollen Ihnen jetzt noch mal in der Pause vor dem 2. Halbfinale ein Interview zeigen, das wir, um genauer zu sein, Wolfgang Wild geführt hat, anlässlich des Geburtstages von Boris Becker.